Oh nee, wir haben euch machen. Kriegen wir heute die Klassenarbeit? Müssen wir das Beispiel auch mit abschreiben? Du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ey, was kann es cooleres geben? Das Beispiel abschreiben ist Standard. Ich setz euch gleich auseinander. Ey, das ist jetzt die letzte Warnung. Die allerletzte Warnung. Der Drucker war heute kaputt. Deswegen hab ich nichts gedruckt. Aber ihr seid ja auf Zack. Ja. Ihr schreibt den Scheiß einfach ab. Scheiße sagt man nicht, Scheiße macht man. Reißt der Lehrer einen Witz, dann lacht man. Hört auf zu quatschen und rum zu kaspern. Ich krieg hier gleich einen Raster. Hör auf zu kippeln, Füße vom Tisch. Kaugummi raus, mach doch nicht so ein Gesicht. Gib mir das Handy, willst du mich verkohlen? Das kannst du dir nach der Stunde abholen. Kann ich bitte auf Klo gehen? In English, please. Can I go to the toilet, please? Ich weiß nicht, ob du auf Klo gehen kannst. Du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ey, was kann es cooleres geben? Du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ich kann dir den Duden zum Nachschlagen geben. Das ist eine sehr gute 3. Mit der Tendenz zu einer 2. Sieh es als Motivation. Was sagen Noten denn schon? Freundchen, wer schnippt, wird nicht drangenommen. Ist das bei dir noch nicht angekommen? Sonst alles frisch, super perfekt. Alles vom Tisch, wir schreiben einen Test. Für mich ist auch die 8. Stunde. Klappe zu, sonst Ehrenrunde. Wiederhol nochmal, was ich erklärte. Was ich nicht lesen kann, wird nicht gewertet. Ey, gegessen wird erst in der Pause. Den Rest macht ihr schön zu Hause. Stifte gehören doch nicht in die Ohren. Tür zu, bist du in der U-Bahn geboren. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Tja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich hab die Hausaufgaben vergessen. Welche Hausaufgaben? Du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ey, was kann es cooleres geben? Du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Ich kann dir den Duden zum Nachschlagen geben. Was in der Klassenarbeit ankommt, alles was wir gemacht haben, das geht alles von eurer Zeit ab. Können wir ein bisschen früher Schluss machen? Der Lehrer beendet die Stunde. Du lernst nicht für die Schule,